Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren der Let's Play Digimon Survive. Ich bin der Samsmafix. Wir haben hier eine spirituelle Rune gefunden. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das was sogar... was. Na, damit können wir doch keine Ultradigitation machen. Liebe Leute, beim letzten Mal sind wir in der Schule rumgelaufen, haben hier ein bisschen mit unseren Freunden geredet und ein Gazimon am Ende getroffen, was hier die Sachen von unseren Freunden geklaut hat. Wir haben es nur bezwungen und nun rückt raus, Gazimon. Wow, ihr seid echt übel. Ah, es ist weggelaufen. Danke, zwei. Wir konnten alles zurückholen, was er mitgenommen hatte. Schenkt ihm keine Beachtung, mein Junge. mein Junge. Ja, Leute, was hier passiert? Minus Socken. Oh, da haben wir sie. Du kommst ein wenig spät, mein Junge. Wer sagt immer mein Junge? Hier habe ich deinen wichtigen Gegenstand. Hä? Meinen wichtigen? Oh, das sind meine Socken. Falkemann hat alle Sachen zurückgeholt, die gestohlen wurden. Ach, wirklich? Tausend Dank, Falkemann. Na, ich hoffe nur, dass du sie ab jetzt mehr Sorgfalt behandelst. Danke auch an dich, Takuma. Du hast mich vor juckenden Füßen bewahrt. Meine Zehen schulden dir was. Oh, was ist geschehen? Sag Lifromon, ihr seid's. Saki hat dich in den Wald laufen gesehen. Sie hat Angst gekriegt und ist dir gefolgt. Ach ja, kein Ding. Es gab einen kleinen Kampf, aber der ist vorbei. Okay, Mann, jag mir nicht so ein Schrecken an. Übrigens, Saki, vermisst du zufällig also ein Tuch? Hm, woher weißt du das? Mir ist es erst vor kurzem aufgefallen, dass du weg bist. Das war bei den ganzen anderen gestohlenen Sachen. Oh, mein Tuch. Das ist zurückgeholt, Takuma. Mit ein bisschen Hilfe von Agumon und anderen, ja? Danke. Das hat mich total fertig gemacht. Wow. Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Hey, alles in Ordnung, was passiert? Ich bin mir übrigens jetzt sicher, jetzt kommt Mio nicht, weil mit Mio habe ich nicht ein zweites Mal geredet und wusste nicht, dass diese Sachen gestohlen war. Kaito, Dragmon. Ich habe einen Kampf gespielt und dachte, wir könnten selbst die Fäuste schwingen. Tut mir leid, der ist schon vorbei. Echt? Naja, solange alle in Sicherheit sind. Oder fällt mir das ein? Hier, Kaito. Das ist die Konserve, die ich gesucht habe. Anscheinend wurde sie gestohlen, also habe ich sie zurückgeholt. Ach wirklich, verdammter Dieb, wenn ich den in den Finger kriege. Leute, und einer will mir sagen, dass Kaito nicht böse ist. Ich meine, er ist zwar immer so ein bisschen schüchtern, aber Leute, jetzt kommt wieder beim Virusrassismus. Er hat ein Virus-Digimon. Und jeder, der bis jetzt ein Virus-Digimon hatte, war böse. Schau dir, okay, also nicht ganz so böse, aber schau dir zum Beispiel Digimon Cyber Slife an. Da gab es auch Arata, wo er erstmal so, okay, er ist ein bisschen groovy. Und dann auf einmal, ja, hat er, weiß nicht, Diaboromon oder was auch immer, also ein ganzes Virus-Digimon. Und dann ist er einfach böse geworden. Aber am Ende war das trotzdem cool. Arata ist cool, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Aber wie auch immer, du hast mir wirklich einen Gefallen getan, also danke. Puh, Gott, dass die Sachen wieder zurückgeholt haben, die ihnen was bedeuten. Danke für deine Hilfe, Agumon. Ja, du hast auch gute Arbeit geleistet, Takuma. Ich bin froh, dass wir die wichtigen Sachen der Leute wieder haben. Wie gesagt, Mio kam jetzt nicht, weil wir mit Mio nicht ein zweites Mal geredet haben. War irgendwie klar. So, ja. So. Und dann nehmen wir es mit Lobmon. Das wird nur depressiv. Das tut sie, soll ich mit ihm reden? Nein, weil er ein Lutscher ist. Lobmon! Kann ein Digimon seinen Digipartner fressen und dann, dann weiterleben, weil sonst verschwindet er. Schau dir genau mal, wie putzig der war schon, Mann. Können wir eigentlich sehen, zu was sich Lobmon entwickelt? Wo ist Lobmon da? Also zwei Digitationen, da bin ich jetzt sehr gespannt, weil wie gesagt, ich denke, es wird eine gute und eine schlechte Digitation geben. Lass uns überraschen, zu was er wird. So, wir gehen hier übrigens mal zur Shellmon, geben ihm mal Items. So, halt TP leicht. Das ist echt eine coole Sache. Und... ah, die Fertigkeiten will ich nicht. Was hat er denn? Anti-Erde-Kristall wäre eigentlich ganz cool. So, warte mal. Ich sehe, dass wir bessere Kristalle haben. Muss ich aber Agumon gleich mal schauen. Meine Bonuserfahrung ist schon nice, aber ehrlich gesagt, nur sieht schon cool aus. So. Warte mal, dann gebe ich, ich meine, ich weiß nicht auch, wie stark dieses zusätzliche Bonuserfahrung sich jetzt wirklich auswirkt. Ich glaube jetzt eher fast eher weniger. Aber ich gebe sie mal. So, und dann gehen wir im Heilen, genau. So, wir können immer noch digitieren. Schade, wäre cool. Wäre cool, wenn ich mein Sidomon entwickeln könnte. Ah, Angemon! Ey, Leute, was?
Das wäre schon ein Ding. Oh, Tyriumon, okay. Ja, wir haben so coole Digitation. Monsterimon haben wir ja auch. Und, warte. Kann ich mal? Oh ja, zu wenig Gegenstände. Ich dachte mir schon, dass ich jetzt Megazidomon machen könnte. Das wäre so geil. Aber klar, es kann nicht sein, dass wir unter die immer so machen, bevor wir storymäßig bekommen. Warum läufst du hier mir hinterher? Aber ich muss bei dir bleiben, Shuji. Wozu das? Du kannst das sowieso nicht tun. Benutze doch mal deinen Kopf. Hilf jemanden anderem oder geh auf Patrouille. Aber wenn ich nicht da bin, dann... Du willst mir Schuld dafür geben, dass du nutzlos bist. Du bist also auch noch feige. Nein, das bin ich nicht. Shuji, das geht zu weit. Takuma, das ist unser Problem. Halt dich da raus. Dann musst du Lobmund hören. Agumon hat recht. Warum versuchst du es nicht mal zur Abwechslung mit ausdiskutieren? Na schön, wenn du meinst. Lobmund, was möchtest du Shuji sagen? Ich muss bei ihm sein. Und warum? Er ist doch nicht in Gefahr, wenn du ein bisschen weiter weg bist, oder? Das ist es nicht. Es geht nicht um Gefahr. Ich muss einfach bei ihm sein. Das ist heftig. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ja, du kannst dich mal richtig rechtfertigen. Du bist total nutzlos. Ganz schön gemein. Würde mir das jemand sagen, wäre meine Motivation dahin. Aber seine Einstellung ist ein noch größeres Problem, wie er es Lobmund sieht. Vielleicht sollte ich Lobmund motivieren, damit Shuji ihn anerkennt. Leute, das... Ich mach's jetzt immer noch so aus, so wie im letzten Part. Aber das wird jetzt eine wichtige Entscheidung sein. Was hat dein Anführer zu sein? Shuji, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu zeigen, dass du ein Verantwortlicher drauf hast. Was? Lobmund mag ja schwach und schüchtern sein. Aber wenn du ihn stark machst, zeigt das nicht auch deine Fähigkeit als Anführer? Jetzt haben wir ihn! Jetzt haben wir ihn! Stimmt. Das würde mein Potenzial als Anführer unter Beweis stellen. Gut, klingt, als wäre er interessiert. Vielleicht ändert er sich ein bisschen. Ha, verstehe. Wenn er schwach ist, muss ich ihn einfach selbst stark machen. Was? Ja, er wird bestimmt stärker. Wenn ich ihn trainiere, immerhin bin ich ein Anführer. Oh mein Gott, das war auch nicht das Beste. Shuji, was bist du? Komm schon. Ich bleibe bei dir, wie du es wolltest. Wirklich? Ja, bleib in der Nähe. Ich werde dich gut trainieren. Okay. Takuma, irgendwas an Shuji sagen macht mir Angst. Jetzt sind sie zusammen, genau wie Lobmund es wollte. Aber ich habe das Gefühl, dass Shuji die Sache in eine komische Richtung lenkt. Leute, mal, das interessiert mich jetzt mal. Also, wie gesagt, ich werde auf dem Safe Game bleiben. Wie gesagt, also so bin ich jetzt auch nicht, dass ich dann eine Entscheidung rückgängig mache. Außer jetzt mal so kleine, unwichtige Dialogoptionen. Aber ich glaube, das war eine wichtige Dialogoption. Mich interessiert es, wenn ich sage, gib dein Bestes, Lobmund. Ist es nicht sehr frustrierend, was zu hören? Sei aufrecht und sag, was du sagen musst. Na los. Aber ich kann nicht. Er kann nicht mal, wenn du eingreifst. Er ist wirklich zu nichts Nütze. Das war auf jeden Fall meine Schuld. Ich verstehe, wenn er schwach ist, muss ich ihn einfach selbst stark machen. Nee. Okay, also es führt zum selben Ergebnis. Na gut. Das wäre jetzt eine Idee gewesen, dass ich jetzt sage, das führt zu anderen Optionen. Aber wie gesagt, ich bin der festen Meinung, dass wir, wie gesagt, Lobmunds jetzt nicht die Digitation bestimmen können. Und ich bin gespannt, wie. Und wenn mein Lobmund sowas bösen wird, Shuji, Mann. Mein kleines süßes Lobmund, dann gibt's so Ärger. So, jetzt sehen wir sie trainieren. Oh, jetzt schmeißt ihn wahrscheinlich für Digimons. Guck mal, Takuma, das sind Shuji und Lobmund. Stimmt, was machen sie denn hier? Hey, du kriegst nicht mal einen einzigen Liegestütz hin. Meinst du, das reicht mir? Ey, Leute, Digimon muss keine Liegestütze bekommen. Das ist aber schwierig. Ey, schau dir mal, er hat mit die kleinen Ärmchen. Keine Ausreden. Du hast gesagt, du würdest mein Trainer akzeptieren. Also will ich nichts hören. Genau. Genug Liegestütze. Weiter geht's mit Kimo. Hey, kannst du eine Liegestütze? Du schließt auch nicht so aus. Das ist mit Spezialspielen, den nimmst du ja ziemlich ernst, Shuji. Aber Takuma, natürlich nehme ich das ernst. Wenn ich ihn stärker mache, werden mich alle anerkennen müssen. Unvorstellbar, dass das ein Monster stärker macht. Das sind keine normalen Wesen. Das würde sie nur verletzen. Im Grunde genommen ist das reine Schikane. Aber ob ich ihm das Konzept wohl klar machen kann, es muss einen Weg geben. Ey Leute, das Schlimme ist... Mein Gamepad ist fast weggeflogen. Das Schlimme ist an dieser Sache, die Tatsache, dass er so dafür sorgt, dass Lobmund böse wird. Und, weil klar, wenn ein Digipartner seinen Digimon schlecht behandelt, dann, ja, sorgt das dafür, dass schlimme Sachen passieren. Und das ist halt leider immer so. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das genauso hinbekommen. Ja, keine Ahnung, liebe Leute. Ich glaube, Shuji ist der Nächste, der sterben wird. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist wurscht, was wir machen.
Aber nun gut, wird das funktionieren? Das ist kein Training. Wird das funktionieren? Shuji, meinst du wirklich, diese Art von Training wird ihn stärker machen? Willst du sagen, dass ich es falsch angehe? Sieh dir Lobmoma an. Was bringt es denn, seine kleinen Gliedmaßen zu trainieren? Das stimmt, verdammt. Wie nutzt das, kann man denn eigentlich nur sein? Oh. So ein Kack. Tut mir leid. Das ist es nicht. Die werden durch Entwicklung stärker. Also bringt Muskeltraining. Sag wer? Tut mir leid, aber das soll der seinen Geist trainieren und ihm das Verwöhnte austreiben. Misch dich bitte nicht ein. Also weiter mit dem Training. Leg in seine Zuschnarchnase. Das ist nicht richtig, armer Lobmann. Aber was wäre denn richtig? Ich weiß es nicht, nur das ist das Problem, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also, liebe Leute, ich verabschiede mich schon mal von Shuji. Shuji ist der Nächste, der sterben wird, Mann. Ich sag's, ich prophezei es euch, Shuji ist der Nächste, der sterben wird. Oh, kann ich es nochmal weitermachen? Wo ist erstmal zu meinem Bro? Wo ist Minoru? Was? Kein Minoru? Wenn kein Minoru da ist, dann bin ich Depri, liebe Leute. Und Minoru kann ich nicht spielen. Was sag ich, soll ich mit dir reden? Haben wir so mal Dialogoption mit allen? Naja, nicht, dass ich mich beschwere. Das sieht ja ein Blinder, wie schief es zwischen Shuji und Lobmann läuft. Wie es allen Labromol weggeht. Mal sehen, mit diesen Zutaten, wie klingt Bratfisch mit Salat für dich? Ohne Fleisch geht das, aber der Nährwert ist ziemlich im Keller. Dann vielleicht eine Gemüsepfanne. Aber welches Gewürz dazu passt? Ich helfe dir, Ei. Danke, Laramon. Könntest du das Gemüse in der Kiste darüber bringen? Überlass es mir. Was machst du da, Ei? Hey, Takuma, ich mache mir nur Gedanken über unser heutiges Essen. Ich will dir helfen, aber mehr kann ich nicht tun. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. In der Küche hast du echt einiges drauf. Aber Diskussion. Dann mache ich dicht und wenn ich was sage, ist etwas Negatives. Am Ende übernehme ich dann die anderen Erinnerungen. Ich kann gar nichts. Oh, Takuma, was gebe ich hier dieser Gruppe denn? Das ist ganz schön negativ. Ich muss irgendwas tun, um sie aufzumuntern. Sie ist lieb und kann gut kochen. Wie eine Mutter. Nee, das ist komisch. Sie ist ernst und zuverlässig, wie eine Klassensprecherin sein sollte, oder? Sie ist eine Vermittlerin und Koordination. Klingt doch cool. Es ist schon. Leute, Mann. Ich bin so schlecht in diesen ganzen Dingern, Mann. Weil ganz ehrlich, was soll ich jetzt sagen? Also, irgendwie wähle ich immer das Falsche und das ärgert mich voll. Weil ich bin mir jetzt sicher, irgendwie, ich werde wieder das Falsche sagen. Es macht mich so depressiv, weil ich nicht sagen kann, was bei dir machen soll, Leute. Es geht halt einfach nicht. Es geht nicht. Ihr habt keine Ahnung, Mann. Ich wähle eine Koordination, nein, eine Klassensprecherin. Das passt. Du bist unsere Klassensprecherin, durch und durch, Ai. Du bist ernst und nimmst uns ins Gebet, wenn wir es brauchen. Also bin ich hier genauso. Was? Ein braves kleines Mädchen, unflexibel und... Boah, ihr macht's mir alle so depressiv, Mann! Ich hasse Dating-Sympathie, Mann. Das ist kacke. Ich delegiere alles, was schwierig ist, an mich. Ist an mich. Übernehme die gesamte Verantwortung. Das zieh mich zu. Hey, habe ich was Falsches gesagt? Ah, ist okay. Tut mir leid, mach dir keine Sorgen. Ei, du bist ja weiß wie eine Wand. Was ist los? Mir geht es gut, wirklich. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas falsch gesagt habe. Jedenfalls muss ich erstmal tun, was ich kann. Gedanken kann ich mir später machen. Ich mache mich mal wieder in die Arbeit. Danke fürs Gespräch, Takuma. Leute, die sind viel zu vielschichtig, Mann. Können die denn einfach sagen, oh, Max, schön, dass du sagst, dass ich so verantwortungsvoll bin? Nein, Leute, die sind alle so hart melancholisch, Mann. Die sind mir viel zu depressiv, Mann, die Charaktere hier in dem Spiel, Mann. Anstatt sie alle sagen, oh, ist das Leben nicht schön? Wie ist das nicht toll? Jetzt gehe ich zu ihr und sage ihr, was doof ist, Mann. Wie sieht eigentlich mal unser Superteam mit den Leuten aus? Ich muss mal wieder checken. Ah, Kaito Markus. Aber Markus auch. Minoru! Das Einzige, der cool ist. Der Einzige, mit dem ich gut stehe, Mann. Alle anderen hassen mich. Was ist da? Soll ich da mit der Kamera hinsehen? Ah!
Eine große Fähigkeitsfrucht. Was macht das? So, ich glaube, ich bin echt kurz davor, dass ich jede neue Dialogoption lade, Mann, die ich falsch mache. So schwer! Erhöht die maximalen SP. Ja, freilich! Und dann Ausdauerpilz auch noch. Futter, alles Sommer gewonnen! Das sieht ja ein Blinder, wie schief es zwischen Studien und Lokmann läuft. Wie es Sack im Flormann geht. Hey, ja! Hui! Ah, der war gut, Flormann. Die beiden spielen Volleyball. Ah, Entschuldigung, das sollte in eine andere Richtung gehen. Ja, lass das mir. Ah, du kannst ja deinen Racker stecken, nicht schlecht, Flormann. Ah, das ist doch nichts Besonderes. Wieso das ist, hättet ihr einen Spaß? Ah, du bist Sakuma und Agumon. Hi! Hey, Agumon! Na, damit du es weißt, das hier ist kein Spiel. Ich hab nichts gesagt. Was ist denn dann? Sowas wie ein Fitnesstest von Florimon. Ich dachte mir, ich sollte wissen, was sie kann. So wie eine ernste Antwort hatte ich nicht unbedingt erwartet. Hey, ich bin immer ernst. Wir wissen nicht, was uns erwartet, also sollten wir uns auf alles vorbereiten, oder? Bilde ich mir das nur ein oder macht dir Spaß? Das ist mich die Stadt. Vor der kann man auch nichts geheim halten. Wenn ich ehrlich sein soll, reicht es mir einfach quick lebendig hier zu sein. Es reicht hier zu sein. Das ist vielleicht taktlos. Da kann ich es nicht vor den anderen sagen. Ja, wenn Shuji und Ai das hören, wären sie sauer und würden sie auch schimpfen. Mino und Mio würden wohl zustimmen. Die drei könnten echt gut zusammenpassen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es es lustig oder furchteinflößend finden sollte. Leute, jetzt, ihr wisst ja, im Normalfall, in einem normalen Spiel würde ich jetzt sagen, es ist wohl in Ordnung. Aber dann sagst du, ja, du bist mir auch nur gut zu reden. Weit hast du mich. Du bist so kacke. Danke, Mann, was? Mann, töt ihn! Sag mal, das ist wurscht. Was ist schlimm? Dann schlimm. Ich wette, Minoru und Mio würden das Gleiche sagen. Oh! Ausnahmsweise. Absolut, Minoru ist dumm. Nein! Du bist du sonst, Mann? Minoru ist dumm wie Brot. Oh, sehr gut, Mann, sehr gut, Mann. Aber Mio scheint mir eine Szene verwandt zu sein. Aber wie müsst ihr das mit Mio? Wie soll ich das ausdrücken? Es ist so, als würden wir beide eine große Last tragen. Eine Last? Was denn zum Beispiel? Ja, schon okay, mach dir keine Sorgen. Ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, möchte ich mich mit dem Kind anfreunden. Was steht als nächstes auf deiner Liste? Und du, Takuma, was sollst du machen? Wir haben nur die Gegenwart, oder? Schätze schon. Saki lächelt. Aber warum habe ich das Gefühl, dass sie irgendwas verbirgt? Weil sie mich alle hassen und sie werden alle sterben, liebe Leute. Ich glaube, ich nehme einfach die worst Route in dem Spiel. Ich glaube, ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Routen und schlechte Routen und ich bin mir sicher, am Ende werden alle meine Charaktere sterben. Lass mich also nicht mitreden. Ja, mit ihr nicht, aber mit Schackermann. Wie das dumme Brot! Mit dem wird es schon. Aber Minoru, Mann. Ich dachte, Minoru ist so der kühle Kopf, liebe Leute, der Taktiker. Hey, das hat sich gerade versteckt, dass ich gekommen bin. Und jetzt schaut es mich an. Das sieht ein Blinder, wie schief es zwischen den Lappen und läuft es zwischen mir und Schackermann. Hey, Schackermann, schau dir mal diese Nuss an. Nuss? Ist das nicht einfach nur eine Eichel? Von wegen, diese magische Nuss verwandelt sich in einen wilden Baum, wenn sie groß ist. Wow, ehrlich? Sollten wir sie dann nicht in Ruhe lassen? Ich sage nur, dass der Ding eben Menge Energie steckt. Vergräbt sie es und irgendwann kommt da der Weltenbaum. Nun, dann wäre noch da. Ah, hier, der Stein der Versiegelung. Was, ein Kieselstein? Darin ist ein teuflischer Dämon eingesperrt. Angeblich lebt er noch. Da, man kann ihn direkt spüren, wie die böse Energie aus ihm austritt. Fühlt sich ein bisschen feucht an. Meinst du, wir sollten ihn überhaupt anfassen? Keine Sorge, mit meiner Geisteskraft halte ich ihn in Schach. Du bist unglaublich, Mio. Was zur Hölle ist das? Ah, Takuma, Agumon. Wow, ich hatte ja keine Ahnung, dass du so cool bist, Mio. Oder? Sie besitzt echt heftige Kräfte. Ganz genau, ich bin cool. Mio legt auf jeden Fall eine Show für sie. Trotzdem muss sie ja einen Grund für die Fassade haben. Hey, Takuma. Ja? Was hältst du von einem Kind wie mir? Einem Kind wie mir? Jetzt kommen wieder ihre unklaren Fragen. Sie ist schon süß auf ihre seltsame Art und Weise. Sie scheint
bei einigen beliebt zu sein. Die Idee der Geisteskraft ist irgendwie cool. Kennt man ja aus Filmen. Trotzdem ist es traurig, sie zu sehen. Soll ich ihr sagen, dass sie aufhören soll? Sonderlinge sind süß. Wenn ich sage, sie ist ein Sonderling, dann kommt Kaito und bringt mich um. Ich sag, Geisterkraft ist cool. Geisterkräfte sind ziemlich cool. Wäre toll, wenn ich auch welche hätte. Ja, ich meine, ja. Wer hätte nicht gerne ein bisschen Grusel in seinem Leben? Klar doch. Und hey, wenn du deinen Spaß hast, umso besser. Umso besser? Wie kommst du drauf? Ich würde sagen, am besten siehst du aus, wenn du voll von deinem Element bist. Wenn ich das glücklich statt traurig oder bedrückt sehe, bin ich erleichtert. Ernsthaft? Findest du mein Lächeln das Beste? Sie sieht glücklich aus. Sie mag es wohl, für ihre Show gelobt zu werden. Du weißt doch, wie Kaito und ich vor kurzem hergezogen sind, oder? Ja, das hat mir Kaito erzählt. An unserem letzten Monat ist es ein bisschen, naja, brenzlig geworden. Brenzlig? Ja, brenzlig. Seitdem geht mir Kaito ständig auf die Nerven. Er versucht immer in der Nähe zu sein und geht bei kleinsten Anlässen in die Luft. Ich kann das nicht ausstehen. Also versuche ich immer so zu tun, als wäre ich glücklich. Ich hatte ja keine Ahnung. Der offenbar hilft diese Geisterding nicht, aber das ist schon in Ordnung. Er fühlt sich viel sicherer an, wenn ich mich ganz normal wie ich verhalte. Sicherer? Mir tut also ganz frei und locker, um sich zu schützen. Man kann sich ziemlich gut mit dir unterhalten, Takuma. Lass uns das bald wieder machen. Hey, Shikamon, Agumon, schau dich das mal an. Sie tut immer so locker. Aber selbst Mio hat Probleme, mit denen sie fertig werden muss. Selbst die gute Mio ist anders als... Oh. Was? Nein, ich hab doch noch nicht mit... Ich hab noch nicht mit Kaito geredet, damn you. この わからないことばかり。僕はどうすれば あのな、俺たちは戻るって決めただろうが。いちいち疑ってたらキリがねえだろ。それとも何か信じないでいて闇雲に行動してどうすんだ。お前はこの世界に骨をうずめるつもりか。僕はそんなこと。だったらうだうだ言ってんじゃねえ。もう弱気なことは言うな。分かったか。まあまあ。 2人とも落ち着いて。僕たちが喧嘩してる場合じゃないよ。そうよ。今の私たちはジジモンさんが言ってたことを信じるしかないわ。何の指針もなく行動するなんてできないんだし。ね。だから2人とも今は信じて頑張りましょう。俺は信じてるぜ。こいつがどうだか知らねえけどな。僕だって 騒動を起こしたいわけじゃない。この世界に私たち以外の子供たちがいたのは間違いないでしょ。その子供たちがどうなったか調べていけば、きっと私たちが帰る方法だってわかるはずよ。そうだな。今はそれが僕たちの指針だ。そう言ってもよ。結局あいつらを締め上げるしかねえだろう。 教えてくれって言って教えてくれる奴らには思えないぜ。今間違いなく言えるのは、神か何かに生贄を捧げれば異変が収まるってことだよね。過去に何度かあったみたいだし。僕はよくわからないけど、人間の子供たちを犠牲にするのは良くないよ。そうなの。
ジジモンもそういう意見みたい。私もそう思っているわ。そう。僕たちはそんなことは許さない。悪魔を犠牲にするなんて絶対嫌だ。犠牲を出さずに帰ろう。犠牲はいらないんだ。ま、それに越したことはねえな。ジュージ、お前もそれでいいだろ。 ミノルとファルコモンはどう思う？そりゃ犠牲なんてない方がいいに決まってんじゃん。うむ、同感だ。俺もミノルを犠牲になどさせたくない。ミノルはまだ未熟だが、大きく羽ばたく可能性を持っている。こんなところで終わらせるわけにはいかない。なんだよファルコモン、照れんじゃねえか。君たちはいいよな。 そうやって信じ合えているように振る舞えて。ただね、そうじゃない人間の気持ちも考えてくれ。僕たちはこいつらが何者なのか、それさえも知らないんだ。正体がわからないような相手を信じて行動なんてできるもんか。だったらどうするんだよ。俺たちはこいつらを信じるしかないんだぜ。こんな正体不明の存在をか。 そんなのバカげてる。僕は嫌だ。<笑>ひどい言い方。僕たちが何なのかそれは分からないけど、それを教えてくれるのがタクマなんだ。悪魔？僕はタクマを信じているよ。タクマと一緒にいればいろんなことがわかるって。わかんねえことばっかりだけどさ、 俺たちを信じてくれるこいつらがいるんだ。じゃああとは俺たちがこいつらを信じる番だろ。それにさ、俺たちを狙ってる奴らは実はそんなに多くないかもしれないぜ。ジジモンみたいに中立だったり、俺たちを襲った奴らだってみんながみんなあいつらの仲間じゃない。多分信じられる奴らの方が多いんだよ。そんな曖昧な言葉で信じるなんて 僕たちは、アグモンたちを信じて行動するしかない。今できるのはそれだけなんだから。その通りだと思うわ。でも、本当に他の方法はないのかしら。今回は危険な道を進むとしても、常に安全を意識することは大事だと思うの。っていうかさ、私たち知らないことばっかりじゃん。伝承とか、霧とか。 何もしないでいたらわからないままじゃん。だから今は何かしないといけないんじゃないの。僕の意見を無視しているな。だって修二さんの意見は何もしないってことじゃん。くそ、なんで君たちは。くそ。 カイトはとにかく動いてみるって感じなの？それしかねえだろ。じっとしたまま生贄にされるなんてごめんだ。だよな。ただ修二さんの言う通り信じられるものが少ないのも事実なんだ。けどよ、何もしないでいたらそういうもんは増えないだろ。そうだね。だからどうすればいいかを もう少し落ち着いて考えられればいいんだけど。とにかくよ、ジジモン以外に何か知ってるのはもうあいつらしかいねえんだ。あいつらとだって話はできるんだ。ならあいつらの基地に乗り込んでみないか。僕は反対だ。話し合いなんて無理だ。
ジジモンたちだってもう何も知らねえだろうよ。てことはもうあいつらに話を聞くしかねえ。みんなはどう思ってるんだ？俺の意見に賛成のやつは手を挙げてくれ。みんな正気なのか？危険すぎる。敵の罠だってあるかもしれないんだ。Leute, zu 1000% wird Shuji innerhalb der nächsten 3-4 Part sterben. Zu 1000% sage ich es euch. Armes Lobmon. Und Leute, die Armen, dass sie das wieder mit ansehen müssen. Aber nun gut, ja, wird das so. Ich finde es auch assi, wie gemeiner zueinander. Ich meine, Leute, meine Argumente schon im ersten Part fressen können und wir hätten nichts dagegen tun können. Spätestens als der Tyrannobunk war, hätte er einfach noch was draufkleben müssen und dann immer noch so zu sein. Leute, das führt nie zu was Gutem. Und zu was Gutem führt es auch nicht im nächsten Part, aber trotzdem werden wir natürlich das durchstehen und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns den Tod von Shuji an. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!